tongue. He is Dovahkiin. Dragonborn. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder bei Kilians Pokémon Lexikon dabei seid. In der heutigen Folge stelle ich euch meinen Bisaflor vor. Bisaflor ist die Weiterentwicklung von Bisasam und Bisaknosp und hat wie diese einen Pflanzegift-Typ. Dadurch hat es eine Schwäche gegen Psycho, Flug, Feuer und Eis, eine Resistenz gegen Wasser, Elektro, Kampf und Fee und eine Doppelresistenz gegen Pflanzenattacken. Seit der 6. Generation ist Bisaflor außerdem in der Lage, eine Mega-Entwicklung zu vollziehen. Unter seinen Basiswerten finden sich weder herausragende noch schwache Werte. Selbes gilt auch für seine Mega-Entwicklung, wobei diese dennoch ein gutes Stück steigen. In seiner Mega-Form erhält es außerdem die Fähigkeit Speckschicht, welche den Schaden von Feuer- und Eisattacken halbiert und somit zwei seiner vier Schwächen neutralisiert. Bisaflor ist also sowohl offensiv als auch defensiv ziemlich stark. Die EV verteilen wir daher voll in KP und Spezialangriff. Die letzten vier Punkte gehen in die Initiative, um Pokémon mit Basis 80 ohne EV noch überholen zu können. Ein mäßiges Wesen maximiert den Spezialangriff und verringert den nicht benötigten Angriff. Im Moveset benutze ich Matschbombe, Gigasauger, Egelsamen und Synthese. Matschbombe macht eine Menge Schaden und hat eine nützliche 30%ige Chance, den Gegner zu vergiften. Gigasauger heilt Bisaflor um die Hälfte des verursachten Schadens, das ist eine optimale Mischung aus Offensive und Defensive. Egelsamen saugt dem Gegner jede Runde ein Achtel seiner maximalen KP ab und heilt Bisaflor um 100% des verursachten Schadens. Und mit Synthese heilt sich Bisaflor um 50% seiner maximalen KP. Als Item kommt nur der Bisaflor nie in Frage, da wir die Mega-Entwicklung hier dringend brauchen. Im Kampf ist Bisaflor nur sehr schwer klein zu kriegen. Mit nur einer Schwäche gegen Psycho- und Flugattacken, welche beide eher selten gespielt werden, kann Bisaflor in viele Pokémon reingewechselt werden. Vermeidet es aber dennoch in Feuer- und Eis-Pokémon zu wechseln, wenn ihr noch nicht gemega seid. Bleibt mit Bisaflor einfach so lange im Kampf, bis euer Gegner auf ein Psycho- oder Flug-Pokémon wechselt. Als Switch-Partner für Bisaflor eignet sich daher übrigens ein Stahl-Pokémon, da diese sowohl gegen Psycho- als auch gegen Flugattacken eine Resistenz aufweisen. Magneton und Magnezone machen hier generell einen sehr guten Job. Nachtara ist allerdings ebenfalls ein guter Partner, da es gegen Psycho-Attacken komplett immun ist und seine Verteidigungswerte im Allgemeinen so stark sind, dass es sowieso allem standhält. Despota funktioniert auch, seid aber euch dabei bewusst, dass Sandsturm eure Synthese abschwächt. Auf der offensiven Seite könnt ihr Bisaflor wohl am besten mit einem Feuer- oder Boden-Pokémon unterstützen. Aber genug von meinem Bisaflor. Jetzt seid ihr wieder dran mit Aussuchen.